Hallo liebe Freunde und nochmal von vorne. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch diesen Beamer vorstellen. Das Besondere an dem Teil, ja, der kostet nur 99 Euro auf Amazon. Ich habe unten in der Videobeschreibung mal einen Link reingesetzt, wo ihr euch den anschauen könnt. Und der ist anscheinend von der Firma Irulu oder Irulu, keine Ahnung. Auf jeden Fall made in China und auch ohne, dass hier irgendeine Markenbezeichnung auf dem Karton ist. Also scheint wohl ein OEM-Produkt zu sein, was unter vielen Marken verkauft wird. Ich habe das unter anderem unter dem Namen Creatoni oder so ähnlich nochmal gefunden. Und überhaupt ist diese Verpackung extrem minimalistisch. Gut, man sieht hier 16:9 mit 27p und tatsächlich hat er eine native Auflösung von 800x480 Pixel. Man kann aber auch 1080p Signal reinpumpen. Das versteht er dann auch und rechnet das runter. Ja, sehr viel mehr Infos gibt es jetzt hier drauf gar nicht. Deswegen packe ich den mal aus und erzähle euch währenddessen noch ein bisschen was. Für die 99 Euro, oh, schaut mal, hier sogar die Klappen sind bedruckt. Wunderbar, ich liebe es. Für die 99 Euro schafft dieser Beamer hier 1200 Lumen, was eine ganze Menge ist. Ich sag mal, normalerweise sind das eher so um die 1000 bei den günstigeren. Also heißt, das Bild kann man hier wahrscheinlich noch ein bisschen größer aufpumpen als bei anderen Beamern der Preisordnung. Auf Amazon wurde gesagt, wohl bis 3,80 Meter. Das halte ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber wir werden das nachher auch noch ausprobieren. Hier, Irulu. Ja, also wahrscheinlich ist so eine 2 Meter Diagonale da eher was. Und sagen wir mal, was tatsächlich machbar ist und schön aussieht. Ah, wir sehen hier auch schon viel Mühe gegeben bei der Gebrauchsanweisung. Das legen wir mal lieber schnell weg. Schauen wir mal, was hier noch so alles drin ist. Ein Stromkabel, anscheinend kein Netzteil. Das heißt, das Netzteil ist im Beamer integriert. Das finde ich gut. Hier eine Abdeckung für die Linse. Eine Fernbedienung und noch ein Kabel, ein Komponentenkabel und eine Schraube, die dann unten in den Beamer reingeschraubt wird, damit man ihn praktisch ein bisschen anwinkeln kann. Also Beamer zeigt sich. Ich habe hier das schwarze Modell, auch wenn das hier weiß dargestellt ist, also nehmt das alles nicht so wahnsinnig ernst. Gibt es in schwarz und weiß, kostet gleich viel. Ja, da ist das gute Stück. Also so von außen ganz schön viel Kunststoff, so auf den ersten Eindruck. Auch sehr Fingerabdruck anfällig, was, sagen wir mal, bei einem Beamer jetzt eigentlich auch nicht ganz so schlimm ist. Hier, wie ihr seht, könnt ihr den Fokus einstellen, indem dann hier, man hier die Linse nach draußen dreht. Es gibt hier nochmal einige Knöpfe, mit denen man dann das Gerät auch bedienen kann, wenn man die Fernbedienung mal nicht bei der Hand hat. Ja, was hier auch eine kleine Besonderheit ist, das Ding kann SD-Karten schlucken. Also heißt, ihr könnt eure Filme oder was auch immer auf die SD-Karte klatschen, hier reinschieben und dann sollte das so eigentlich soweit funktionieren. Wir probieren es auch nachher aus. Das weiß ich im Moment nicht, was es sein soll. Hier haben wir einen HDMI-Eingang. Das ist für Infrarotempfänger, für die Fernbedienung. Hier kann man eine Anlage, Musikanlage anschließen. Und das hier ist das Videosignal, deswegen diese Komponentenstecker hier, wenn man also so ein bisschen oldschool das Zeug anschließen will. Und man kann sogar eine Antenne anschließen. Das werden wir nicht ausprobieren. Ich habe nämlich gar keine, ehrlich gesagt. Gut, dann schauen wir uns das nochmal von vorne an. Irulu, Connecting My World. Naja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Auf der linken Seite, hey, das Ding kann auch USB. Das ist allerdings praktisch, also wahrscheinlich auch einfach einen USB-Stick reinstecken mit Film drauf und das läuft. VGA, auch ziemlich oldschool, aber tatsächlich gerade im Beamer-Bereich immer noch recht Standard. Und natürlich hier unten der Eingang für den Strom. Gut, wenn wir schon mal hier unten sind, können wir auch gleich hier das kleine Schräubchen reindrehen.
Wer das hier nicht erkennt, das ist tatsächlich für ein Stativ gedacht, also eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, das werden wir doch auch gleich mal ausprobieren. So, jetzt habe ich das Teil mal aufgebaut, wie gesagt, hier auf einem Stativ. Und tatsächlich diese eine Öffnung dort unten ist das Gewinde, Standardgewinde für ein Stativ. Auch wenn es nicht richtig reingepasst hat, also ich musste ziemlich Gewalt anwenden und jetzt ist es ein bisschen wackelig, aber immerhin, es hält da drauf. Und das Erste, was auffällt, wenn man das ganze Ding anmacht, ihr hört's, es ist einfach echt ziemlich laut. Also hier hätten wir gut und gerne einen etwas leiseren Lüfter verbauen können. Das hätte dem Ganzen auch, glaube ich, ganz gut getan. Ich bin jetzt ungefähr ja so 2,5-3 Meter von der Wand dort entfernt und habe eine Diagonale von gut 2 Meter, schätze ich mal. Und es ist tatsächlich hell, also ausreichend hell. Der Raum hier ist zwar jetzt relativ dunkel, aber jetzt auch nicht super dunkel. Und das Bild schaut so, wenn man sich einen Film anschaut, gar nicht so schlecht aus. Das Problem ist allerdings, wenn man ein Standbild hat und dann vielleicht auch noch ein bisschen Schrift, kann euch das jetzt mal zeigen. Ich habe jetzt hier den Rechner via HDMI angeschlossen. Vielleicht sieht man das ein bisschen. Wenn nicht, sage ich es euch. Das Ding ist einfach nicht scharf zu kriegen, auch mit der Stellschraube da vorne dran nicht. Also es gibt dann Teile des Bildes, die scharf sind und vor allem außen, also in der Mitte ist dann meistens scharf und außenrum die Blase. Je weiter man Richtung Rand kommt, umso verwaschener sieht das Ganze aus. Und natürlich, es ist ein günstiger Beamer und das ist dann wohl den Tod, den man sterben muss bei dem Preis. Gut, die Fernbedienung hier habe ich jetzt auch mit Batterien befüllt und bin schon mal ein bisschen durchgegangen. Ich kann euch ja mal ein bisschen zeigen, was das Ganze kann. Also eine wichtige Funktion. Erstmal, was man wissen muss, habe ich vorhin schon gezeigt, diese Infrarotleuchte ist hier hinten dran. Und man muss tatsächlich richtig gut zielen, um mit der Fernbedienung bedienen zu können. Also von vorne überhaupt gar keine Chancen. Auch wenn man hinten dran ist, muss man schauen, dass hier nicht der Stecker vom HDMI-Kabel im Weg ist, wie jetzt gerade passiert, sondern man muss richtig genau zielen. Also jetzt ist Source. Jetzt sehe ich, welche Eingänge der hat. Und das ist tatsächlich eine der Stärken von dem Beamer. Der hat nämlich nicht nur, jetzt ist es schon wieder weg, HDMI, über das ich hier jetzt das Ding eingespielt habe, sondern auch AV und PC-RGB. Das bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher, was ist. Also eins davon ist eben der VGA-Kabel und das andere ist mit dem mitgelieferten Kabel die Komponenteneingang. Ganz spannend hier ist ATV und tatsächlich hat hier nämlich, wurde hier tatsächlich ein TV-Tuner verbaut und dafür dann auch dieser Anschluss hier hinten dran für die Antenne. Außerdem, wenn wir nochmal zurückgehen auf Source, haben wir hier USB und SD. Ich habe jetzt mal einen USB-Stick reingesteckt, um euch zu zeigen, wie das dann aussieht. Und muss jetzt natürlich dann jetzt erstmal kurz laden. Und tatsächlich ist es hier erstmal unterteilt in Foto, Musik und Film. Und ich möchte einen Film anschauen, habe da auch so ein YouTube-Video von mir drauf. Und geht mir jetzt hier auf das Samsung-Ding. Das war das Video von vom Note 7. Ich habe jetzt erstmal so ein kleines Fenster geöffnet. Wenn ich dann auf dieser Fernbedienung hier oben noch auf Play drücke, dann sollte es auch alles funktionieren. Ihr seht es auch. Funktioniert. Schaut auch, wie gesagt, in Bewegtbild gar nicht so schlecht aus. Ich möchte euch jetzt noch ein bisschen weiter das Menü zeigen, wenn ich schon mal dabei bin. Dazu halte ich das Video an. Oder vorher sage ich gleich noch was zum Sound. Ich habe jetzt den Sound hier über HDMI an den Beamer geschickt und da wird es dort ausgespielt. Der ist überhaupt nicht gut. Also klingt sehr blechern und man denkt sich nur, wenn ihr das Teil nutzt, dann macht auf jeden Fall unbedingt, schließt eine externe Audioquelle an, beziehungsweise einen Box oder was auch immer. Auch damit ihr das laute Geräusch von dem Ventilator, von dem Lüfter ein bisschen überspielen könnt. Also nochmal ab ins Menü. Das ist unterteilt in Bild, Sonderfunktionen, Zeit und Ton. Ton könnt ihr vergessen. Hier kann man auch irgendwie einen virtuellen Surround-Sound anmachen. Also ich weiß nicht, was das soll. Es hört sich tatsächlich ein bisschen anders an, aber es ist natürlich ein Quatsch. Da ist ein kleiner Monolautsprecher drin und warum sollte da auf einmal irgendwas mit
falscher Knopf, mit Surround funktionieren. Also, man kann hier schon mal Farbtemperatur einstellen, was ich gut finde. Ich finde den nämlich grundsätzlich ein bisschen zu kalt eingestellt. Man kann das Ganze hier flippen, wenn man den auf dem Kopf zum Beispiel an die Decke hängen will. Und das Ganze auch noch spiegeln, wenn man das möchte. Das ist gut. Was ich nicht gefunden habe und ich auch wirklich vermisse, ist eine Trapezkorrektur. Ist nicht. Man kann ja die Bildschirmhelligkeit nochmal runterregeln, warum auch immer man das machen sollte, keine Ahnung. Die Menüsprache Deutsch habe ich eingestellt, war ursprünglich Englisch, das ist schön. Und tatsächlich scheinen hier auch weniger Fehler passiert zu sein als in der Anleitung, in der auch deutschen Anleitung. Und ja, der Good Timer kann man hier einstellen, wenn er sich ausschalten soll. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon fast in diesem Menü. Und das war es dann auch schon fast mit dem Video. Und ich muss sagen, klar, das Ding kostet nur 100 Euro und ihr habt auch unten in der Videobeschreibung nochmal einen Link zu Amazon, wo ihr euch den anschauen könnt. Es ist natürlich ein Schnäppchen. Dafür muss man halt auch mit einem lauten Lüfter leben und dass das Bild halt einfach nicht wirklich scharf zu kriegen ist. Dafür ist er sehr hell und ich könnte mir gut vorstellen, dass er für den einen oder anderen schon trotzdem spannend sein könnte. So, das war's soweit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.